Ein schräger Vogel ist er ja, hat manchmal auch ne Meise. Und wenn er seine Felle löst, dann werden wir ganz leise. Da kommt der Kommissar, nen Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet. Da kommt der Kommissar, nen Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet. Wo ist er nur? Nee, da ist er auch nicht. Herr Dr. Clever, jetzt helfen Sie mir doch mal. Ja, wen ich suche? Ja, den Fritz. Der ist unauffindbar, seit Tagen. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Sie sind nun wirklich keine große Hilfe. Herr Dr. Clever, stehen Flöhe nicht eigentlich auf der Speiseliste von Vögeln? Sie haben doch wohl nicht... Nein, nein, das würden Sie nie tun. Sie sind ja auch Vegetarier, oder? Aber auch ein Vegetarier kann sich vielleicht mal vergessen. Ne, ne? Wissen Sie eigentlich noch mein großartiger, unvergesslicher Auftritt im Zirkus? Ja? Der Fritz und ich, ein sensationeller Auftritt. Ha! Unvergesslich. Ja, dass Sie sich daran nicht erinnern können, ist ja klar. Ja, Sie waren ja auch nicht da. Das war ja das Problem. Tja, da haben Sie aber was verpasst. Das sage ich Ihnen. Hat jemand von euch eigentlich Dr. Clever schon gesehen? Nein. Nein? Sitzt jemand drauf? Du? Nee? Nee. Das ist blöd. Sollen wir den mal rufen? Ja. Wir rufen bei drei alle zusammen Dr. Clever, okay? Eins, zwei, drei! Dr. Clever! Ja, wir sagen es nicht, wir rufen es. Mann, Mann, bei drei, Dr. Clever. Eins, zwei, drei! Für euch, mein wertgeschätzter Kollege, Dr. Clever! Der ist nicht da. Hat noch jemand eine Idee, was wir machen könnten, damit er kommt? Ist das Melden oder Husten gewesen? Ja, da hinten hat jemand eine Idee. Sehr gut. Welche Idee hast du denn? Wir könnten doch auch...
noch lauter rufen. Das ist eine gute Idee. Bei drei. Eins, zwei, drei. Au, ei, ei, ei. Ah, Herr Dr. Clever, ja, was machen Sie denn hier? Ach ja, suchen. Wir suchen ja immer noch den Fritz. Aber damals im Zirkus, da haben wir Sie gesucht. Und nirgends eine Spur von Ihnen. Wo waren wir? Ach ja, beim Fritz. Ah, gut, dass der mir damals geholfen hat. Mhm. Guckt mal hier. Hier, da habe ich einen Floh. Könnt ihr den sehen? Der ist ja ein Floh, der ist klein. Achtung, und dieser Floh hier springt gleich von meiner rechten Hand über meinen Kopf, über den Zylinder in meine linke Hand. Seid ihr bereit? Ja. Tada! Applaus! Großartig! Großartig! Da. Oh. Ich dachte schon, nichts passiert. Herr Dr. Clever, dass unser wertgeschätzter Kollege des Monats verschwunden ist, scheint Sie ja nicht zu jucken. Apropos jucken, juckt es Sie eigentlich auch überall so wie mich? Nein? Na, egal. Zurück zum Fall. Sie waren ja eigentlich der Fall. Der verschwundene Dr. Clever. Apropos verschwunden, ich müsste auch mal kurz verschwinden. Und zwar für kleine Zirkusdirektoren. Bin aber gleich wieder da. Dann widmen wir uns weiter dem Fall. Ach, Toilette. Fortsetzung folgt. Da kommt der Kommissar mit Vogelhaken zurecht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet...